Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. Haha, April, April. So, damit hätten wir das auf jeden Fall diese Woche durch. Wir sind immer noch im PvP-Modus und es ist tatsächlich ein bisschen mehr los, als ich dachte. Es ist noch früh am Morgen, sehr, sehr früh. Und man sieht, es sind nicht wirklich viele Überlebende da. Wir werden also ziemlich schnell, ziemlich hart am Arsch sein. Und wir sollen heute den Signalverstärker finden. Wir werden höchstwahrscheinlich all unsere Ressourcen verlieren, aber das ist mir ehrlich gesagt Wumpe. Wir kriegen immerhin gleich ein Level-Up. Ich muss sagen, die 10 mm hat gerade ganz schön viel Schaden gemacht, ne? Nicht schlecht. So, das ist also unser Ziel. Ich finde das ehrlich gesagt gerade ein bisschen gemütlich, irgendwie, diesen Server. Ich kann nicht auf dich schießen. Oh mein Gott. Warte kurz. So. Werde ich jämmerlich krepieren. Am Gift. So, ich möchte erst. Lass mich doch erstmal meine Rüstung anziehen, bitte. Nein, bitte lass mich doch meine Rüstung anziehen. Ich will nur meine Rüstung anziehen. Wir sind ziemlich am Arsch, wenn uns jetzt ein anderer Spieler verfolgt. Wir haben kein Leben. Und wir sind halb tot. So. Weil ich dasselbe, ich weiß, ist mir aber egal. Ich wollte 2 Punkte mindestens liefern, warum wir tot sind. Wie kann der mich sehen, bevor ich ihn sehe? Ich habe hier immer den Watz-Modus. Guck mal, der ist Stufe 14. Wie beliebt bist du denn? Okay, ein Gegner auch, dann haben wir ein Level-Up. Oh, oh, wieso bin ich Platz 10? War gerade Platz 9. Weißt du, kommt ein Spieler drauf auf den Server und ist direkt ein Platz über mir. Bin ich so scheiße? Egal. Redaway haben wir gar nicht mehr, ne? Wir müssen uns erstmal Redaway reinziehen, bevor wir uns heilen. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin heute. Ich sehe da keine Probleme. Wir machen erstmal Radio aus, ne? Erstmal das Wichtigste. Der überlebt einfach. Jetzt läuft er auch noch weg. Die kämpfen gegeneinander. Lol. Das ist meine Erfahrung. Wieso sind die gegen ihn? Das ist doch auch ein Ghoul wie die. Level up. Komm halt her. Okay. Ich scheiß auf die Codes, die brauchen wir nicht. Ich mach mal schnell das Level up fertig. Also. Wir sind derzeit ja dabei. Den hier zu machen, ne? Vielleicht hätten wir uns erstmal angucken können, was wir noch für Optionen haben. Ach, ja. Schläger. So, scheiß auf Optionen. Ich brauche keine Option. Auch Geld. Und Redo. Way. Hallo? Ich musste kurz gucken, wie meine Cam gerade reagiert und sie reagiert sehr seltsam. Meine CPU dreht durch. Warum? Ja. Keine Ahnung, was das jetzt war. Meine Cam funktioniert jetzt wieder. Sehr schön. Was zur Hölle war das? CPU dreht plötzlich am Rad, weißt du? Spiel bleibt stehen. Was ist denn los? Hier komme ich nicht rein, oder? Oh doch. Ich glaube, ich sollte hier gar nicht rein. Aber egal, wir sind ja ein bisschen am Erkunden, ne? Da kann man das mal machen. So. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, die Quest zu machen. Dann müsste ich nicht nochmal herkommen.
Was ist das für eine schreckliche Musik? Ey, die Scheiße. Kann man die ausmachen? Das tut ja in den Ohren richtig weh. Okay, wir müssten auf jeden Fall nicht hier sein. Also kein Problem, wir können ja trotzdem ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finden wir was zu essen. Obwohl in der Galerie. Ah, kann man was zu essen finden, wenn es hier irgendwo einen Tisch mit Leckereien gibt? Fahrstuhl gibt es hier auf jeden Fall, der irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie ein bisschen sinnbefreit hier, oder? Der bemerkt hat, dass ich die Tür öffne. Oh, hi. Jetzt. Lauf doch nicht weg von mir. Oh, da ist hier noch jemand. Oh, Big Boss. Oh, ich liebe Schleichen, Leute. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich Schleichen liebe. Das ist einfach das Beste, was es gibt in diesem Spiel. Komm, gib den ganzen Scheiß her. Auch das nehme ich. Wäre nämlich geil, wenn ich auf meinen Hammer ein paar richtig geile Upgrades drauf machen könnte. Eine goldene Gabel. Immerhin kriegen wir dafür ein bisschen Gold. Was ist passiert? Was ist passiert? Ob es hier irgendwo eine Station gibt? Wir sollten auf jeden Fall gleich mal die Ecke untersuchen. Weil überall gibt es eigentlich eine Station. Ja, hier gibt es auch nichts in der Nähe. Wir sollten echt in dieser Gegend siedeln. Fällt mir nur dazu ein. Weil überall gibt es halt Stationen. Außer da, wo wir gerade sind. Ich bin einfach explodiert. War nicht mal ein anderer Spieler oder so. Ich bin einfach explodiert. Hm. Eine leuchtende, legendäre Bleefliege. Alles klar. Okay. Minus 15 Schaden durch Roboter. Ja, ich sitze auf Wumpe, ganz ehrlich. Das war jetzt nicht wirklich der furchteinflößende Gegner, den ich erwartet habe als Legendäre, aber gut. Da sind wir wieder. Ich möchte gerne aufpassen, nicht in die Luft zu gehen, weil es eine Viertelstunde her gedauert hat. Echt jetzt? Ich will nicht behaupten, dass diese Tür ziemlich nutzlos ist. Ach. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wodurch wir draufgegangen sind. Aber komm, hey. Knacken wir doch einfach diese Tür. Nicht explodieren, bitte. Dankeschön. Wie sinnbefreit. Oh mein Gott, ich bin umsonst gestorben. Wurde einfach so hart verarscht.
Ja, Freunde, April, April, ne? Bin gestorben. April, April, die Tür war voll nutzlos, Alter. Lucys Tagebuch. Liebes Tagebuch, Valley Galleria ist bis jetzt ein wahr gewordener Traum. Die Ghule der Gegend halten uns die meisten Leute vom Leib. Und als Bonus haben wir eine Riesenauswahl an Möbeln und Junkfood. Jetzt habe ich endlich genug Zeit und kann versuchen, ein Mittel gegen diese Krankheit zu finden. Wir hatten in letzter Zeit auch ein paar Neuzugänge. Eine Frau namens Sarah kam mit ihrer Schwester zu uns, die von allem ziemlich unberührt geblieben ist, zu sein scheint. Ach du Scheiße. Hero. Lesen. Es ist schön, positiv eingestellte neue Leute um uns zu haben. Das gibt mir Hoffnung. Glückwunsch. Das nehme dann mal ich. Oh, Essen. Ich bin überladen. Gut. Essen. Trinken wir noch ein bisschen was. Ich meine, ich habe ja Essen ohne Ende hier, aber ich muss es erstmal kochen. Das ist das Problem. Weißt du, die sagen Junkfood ohne Ende. Ich sehe hier kein Junkfood. Oh, abgekochtes Wasser. Ich brauche Redaway und Stims. Das ist das, was ich brauche. Ja gut. Noch ist es nicht vorbei. Noch haben wir die Möglichkeit, Sachen zu finden. Und hoffentlich nicht zu explodieren. Ich habe jetzt echt Angst, hier in dieser Gegend die ganze Zeit zu explodieren. Rattengift. Naja, ist zwar nichts zu essen, aber gut. Höre ich da Schritte? Ich sollte mein Licht ausmachen. Ich mach's wieder an. Hier ist nichts. Oh, Vorkriegsgeld, wow. Bin in der Hoffnung hier reingegangen, Essen zu finden. Und bisher? Ja gut, ich meine, es ist eine große Galerie, die würde als allererstes geplündert, aber trotzdem. Wir befinden uns hier in Le Fallout. Das muss hier von Essen wimmeln. Das hier war ein Spielzeugladen. Okay, hier haben wir nichts verloren. Was ist das? Ist das der Signalverstärker schon? Nicht explodieren. Du darfst ruhig explodieren. Das ist dir gestattet. Gar kein Problem. Schreibwaren. Hm. Und nichts zu essen. Signalverstärker. Nice. War aber doch richtig. Wir haben nur eine andere Tür gewählt. Alles klar. Okay. Ich brauche einen Laden für Essen. Gibt es sowas hier überhaupt? Oh, ich sehe da Leuchtpilze, ja, aber. Kein Essen. Das war kein Pilz. Nur eine olle Kakerlake. Ja gut, immerhin. Oh, war das gruselig? Er hat mir richtig jetzt Ohren, ich will nicht sagen geschrien, aber geflüstert. Das finde ich immer gruselig, wenn mir irgendwas ins Ohr flüstert. Irgendwie habe ich die Nacht überlebt. Keine Ahnung, warum diese Dinger mich noch nicht gefunden haben. Aber ich beschwere mich nicht. Ich, Glückspilz, habe ein paar alte Schokoriegel und eine Nuka-Cola gefunden. Arschloch, ich will auch. Keine Ahnung, ob das Leben mit mir spielt. Denn wenn es mich füttert, nur um mich danach den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen, werde ich mit Gott ein ernstes Wörtchen reden, wenn ich vor dem Himmelstor stehe. Ich habe mir heute Nacht einiges durch den Kopf gehen lassen. Wie dumm es ist,
dass ich wegen einer Frau in dieser Lage bin. Das ist einfach nur dumm. Aber Ella, sie ist klug. Klüger, als ich es ihr sein werde. Und nett. Alle anderen Frauen haben mich links liegen lassen. Carly zählt nicht. Sie gehört zur Familie. Doch, wenn ich daran denke, dass ich Ella nur diese Blumen bringen wollte, die sie für Experimente brauchte, das ist es nicht wert, dafür zu sterben. Auf keinen Fall. Hast du jetzt zu Ende geredet? Okay. Irgendwie war das verdammt leise. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass in letzter Zeit die Nebengeräusche von Vorlaut runtergesetzt wurden bei solchen Sprachmemos. Aber dieses Mal irgendwie nicht. So, wir sind im Diner, Leute. Wir sind im Diner. Wir haben es fast geschafft. Wir kriegen was zu essen. Hoffe ich. Nicht mehr der Mülleimer hat irgendwas. Ich will vor allem hier nicht weg. Das dauert ewig, hierher zu laufen. Aber wenn ich sterbe, dauert das fünfmal, hierher zu laufen. Instant-Püree, ja. Oh. Warum Hundefutter irgendwie im Kühlschrank ist, weiß ich auch nicht. Aber ist mir egal. Ich nehm's. Alles, was geht. Spüllappen kann ich leider nicht essen. Ich würde es tun. Ich würde es tun. Es ist doch echt armselig, was hier drin war, oder? Damit wird doch niemand mehr satt. Hier vielleicht noch irgendwas? Komm schon, gib mal was. Oh, was ist das denn? Nix. Aber ich glaube, wir müssen demnächst zurück, weil wir ja auch übelst überladen sind. Es sei denn, wir finden eine Werkbank. Ja, gut, eine Werkbank. Wir sind bereits überladen. Gut, mit Schnellreise wird also nichts. Zumindest haben wir ein bisschen was zu essen gefunden. Ne, wir kommen nicht weiter. Wir müssen echt irgendwie eine Kochstation oder so finden. Irgendwas, was uns... Ich wollte gerade sagen, ich benutze nicht gerade die Treppe, ne? Das ist so, ich bin so komisch geflogen. Dann gehen wir zurück zur Stadt. Rufe einen Frachtbot. Okay, vielleicht machen wir das zuerst. Und dann gucken wir mal. Oh, ich versuche, echt so spannend wie möglich zu machen. Ich meine, ich könnte jetzt auch nach Hause mir ein paar Sachen einpacken, meine Sachen sichern. Aber ich will nicht nochmal hierher laufen. Außerdem will ich es ja spannend machen, meine ich. Ich meine, ich will es spannend machen. Und wollen wir mal gucken, auf welchen Platz ich mittlerweile gerutscht bin? Sollte ich schon Angst haben? Ach, das geht. Ich glaube, eine Stunde muss man hier mindestens drauf sein, wenn man gejagt wird. Das geht noch. Red Rocket Raststätte. Du wirst mein nächstes Ziel, weil ich glaube, bei dir finde ich bestimmt was zu essen. Und wo müssen wir jetzt hin? Camp Venture. Oh, guck mal, Platz 3 ist da unten. Vielleicht kommt er ja mal in unsere Nähe, dann schießen wir ihn ab. Level 21er Todeskralle. Ich weiß, es ist gewagt. Und ich weiß, ich könnte da dabei drauf gehen. Huch. Meine Lagerkiste ist hier.
Das ist gut. Aha! Ich habe ein bisschen Schrott eingelagert. Wo ist der Hans-Dieter? Oh, armes kleines Duf Duf. Na, immerhin. Ui, Gesundheit, Zero. Danke, Zero. So, im besten Falle. Auf zu niesen, Zero. Gibt's hier auch irgendwo eine Werkbank? Das wäre das Nonplusultra. Könnte ich mich hier kurz, Es gibt's nicht! Böse Nase. Böse, böse Nase. Keine Werkbank hier. Na, immerhin eine Lagerkiste. Wir gehen mal ganz kurz auf Schrott. Ich hatte höchstwahrscheinlich meinen ganzen unnötigen Schrott gerade hier raufgeladen, ne? Da ist Schrott. So. Ja, gleich 100 gespart. Ja, ich brauche eine Werkbank eigentlich. Und dann muss ich hier ja zurückkehren. Aber wir haben jetzt ein Klemmbrett hier drin, Akkordeon haben wir hier drin. Tischventilator, das wiegt alles viel mehr als der Schrott eigentlich an sich. Deswegen muss ich das hier nochmal rausnehmen. Ah, Rattengift. Weltkreis ist richtig. Ich weiß nicht, Sicherung? Lichtflügel, Superkleber. Okay, suchen wir uns eine Werkbank. Ey, ich meine, das wird ja wohl nicht so schwer sein, eine verdammte Werkbank zu finden, oder? Aber als allererstes. Ich will bei dem Versuch nicht sterben. Gibt es hier vielleicht eine Kochstation? Reicht das eigentlich aus? Ne, ich brauche eine richtige Werkbank, ne? Aber kochen an sich wäre schon mal nicht schlecht. Was tun die Puppen hier? Die bedienen eigentlich mal. Wenn ich eine Werkbank wäre, Freunde, wo wäre, würde ich am ehesten zu finden sein? In der Raststätte. Ja, aber so leicht wird es wohl nicht. Ja, gut. Hinter der Raststätte. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Mann. Warum ist das so kacke? Warum seid ihr tot? Reisender Händler? Oh, Werkbank, nice, endlich. In der Garage. In der Garage, Zero. Nichts für den Superwarmer bekommen. Hm. Schade. Hochleistung. Minigun. Weg mit dir. Nichts. Plasmapistole verlängert. Naja, zumindest einen brutalen Kondensator rausbekommen. So, den Schrott haben wir jetzt, ne? Okay, perfekt. Dann gehen wir jetzt nämlich hier hin. Wir müssen manuell leider den Schrott reinlagern. So, ich habe mir jetzt noch ein bisschen Redaway mitgenommen und ich brauche noch ein Heilmittel. Zwei Heilmittel, glaube ich, brauchen wir sogar. So, okay.
Jetzt fühle ich mich schon wesentlich sicherer. 6 Stims. 3 Redaway. Einen davon können wir uns schon reinziehen. Vielleicht sogar 2. Gucken, was habe ich in meiner Tasche? Ach, meine Kopfhörer. Ja, das ist in Ordnung. Dann essen wir aber jetzt noch was. Sehr schön. Jetzt fühle ich mich auch um weiteres sicherer. Oh, guck mal, Platz 2 ist da unten. Bei Bocktown. Will den keiner töten? Ich meine, ich bin ja in der Nähe. Wenn ich, okay, wir gehen dahin und wenn er dann immer noch da ist, töten wir ihn. Das ist der Plan, Freunde. Oh, hier liegt ein Brahmin. Gut. So viel zu dem Brahmin. Ich muss sagen, ich mag meine 10mm Pistole. Ich weiß nicht wieso, aber in letzter Zeit spiele ich am liebsten mit ihr. Ja, sie hat einen Schalldämpfer, sie macht jetzt nicht viel Schaden, aber kleine Figürchen fallen da sofort um. Da muss ich mir nicht mal mehr Sorgen machen. Gesucht für 100 Kronkorken. Also mir zu weit weg, aber 100 Kronkorken, Leute. Oh. Ach, das ist, weil er so viele getötet hat. Ah, das heißt, es werden nicht nur die angezeigt, die auf Platz 1, 2 und 3 sind, was eigentlich ja angekündigt worden ist. Nein, auch diejenigen, die eine hohe Belohnung haben, werden gezeigt. Ach, das ist ein Camper. Das ist gut, Bethesda. Gut, dass ihr Camper kennzeichnet. Sehr schön. Und auch noch schön mit Belohnung. Ich meine, an sich ist das schon ziemlich blöd, dass er da campt. Weil du gehst eigentlich von da, gehst du einfach da runter und freust dich deinen Keks. Ich wollte mir Heilmittel reinziehen, ne? Von Redwürmern. Das war jetzt nicht das Wichtige. Das Wichtige waren die Blutwürmer. Sehr schön. Muss ich mich aber auch vom Sumpf fernhalten. Ich will nicht nochmal krank werden. Der Sumpf ist echt eklig, ne? Nur am rumspringen. Gegen was kämpfen die? Ich will helfen. Helfen, dass ich Erfahrung kriege. Okay, der Schaden ist echt nicht groß. Dafür muss ich meine Rüstung ausziehen, um die ein bisschen zu piesacken. Aber jetzt ist es zu spät. Ach, ich liebe die 10 mm. Na gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt kommen die harten Kaliber, Freunde. Bam! 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 Oh, ich bin schon ziemlich stark geworden in den letzten Folgen, ne? Und wenn der näher kommt, dann hole ich meinen Hammer raus. Und dann kriegst du noch mehr aufs Maul. Ich bin stark geworden. Respekt an dich, Zero. Dankeschön. Laserscharfschützengewehr. Hey, gucken wir mal in euer Häuschen rein. Mal gucken, was ihr da so Schönes habt. Und vor allem, was habt ihr da abgeschossen? Das würde mich mal interessieren. Oh, wow. Ja, ihr seid die Kings, Leute. Ihr seid die Kings. What the fuck? Habe ich mich erschrocken? Wieso war... Was war das denn? Was ist denn hier los? Wieso steckt in jeder Puppe eine Puppe? Das ist merkwürdig. Instant Püree.
Tasteberry Steak, Maulwurfsrattenzeug und Aluhol. Na gut, Freunde, ich würde aber sagen, wir verabschieden uns von heute von euch. Irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung, was ich euch sagen wollte. Haut rein. Euer Seo. Bis morgen.